Genetische Scheibe, die zwei Seiten der Medaille. Also, ich habe da einige Zuschriften bekommen, in denen mich die Leute fragen, wie das denn genau auf der genetischen Scheibe zu sehen ist und welches Zeichen für genau was steht und so weiter. Da ich der Meinung bin, dass wir Menschen alle ein Stück weit das Gleiche wahrnehmen, möchte ich jetzt heute einen kleinen Leitfaden zeigen, aber mehr nicht, um eben das dann auch letztendlich wieder beweisen zu können, ja, dass dann 20 Leute sagen, nee, das bedeutet das und das. Ja, es ist ja eine Symbolsprache und diese Symbole sprechen uns doch eigentlich alle in der gleichen Weise an, so wie das Kunstwerke tun, ja. Wenn man auf irgendein Bild schaut, in einem Louvre oder sonst irgendwo und die Menschen stehen davor und du fragst 20 Menschen, dann sagen dir 19 das Gleiche. Und genau deshalb werde ich jetzt nur einen kleinen Hinweis geben und mehr nicht. Was sehen wir hier? Links ein Mädchen, rechts ein Junge. Ist, glaube ich, eindeutig, oder? Und auch hier, oben das Mädchen, unten der Junge. Und hier haben wir ein Mädchen, zwar mit Brüsten, aber ohne Geschlechtsteil und mit einem seltsamen Kopf ohne Augen. Das deutet auf die mitochondriale DNA hin. Die Mädchen und Junge mitbekommen. So viel zur Genetik. Nun kommen wir zur Energetik, also zum energetischen Körper. Was sind denn das für Wellen, die da in den Körper gegeben werden? Und Geist. Die zwei Seiten der Medaille. Gesunder Körper, gesunder Geist.